Heute machen wir Schoko-Cookies und das mit Nutella-Füllung. Sie gehen sehr schnell zu machen und schmecken oberlecker. So, und dann gehen wir gleich zu den Zutaten. Da haben wir einmal 100 Gramm weiche Butter. Dann haben wir hier Staubzucker, 150 Gramm, und Vanillezucker. Dann haben wir hier 350 Gramm Mehl mit Backpulver, also ein halbes Backerl Backpulver, das habe ich schon draufgegeben, das werde ich dann verrühren. So, als weiteres haben wir dann hier zwei Eier, die muss man nicht trennen. Ich habe hier Schokotröpfchen, Schokodrops. Man kann 80 bis 100 Gramm nehmen, ich habe jetzt hier glaube ich nur noch mehr 80, das waren einmal 100, gell Schatz? Mhm. Und hier habe ich ein paar Mandeln, die werde ich reingeben. Die muss man nicht reingeben, wenn man nicht möchte. Ich habe hier circa 20 Gramm geschälte Mandeln, die habe ich dann ein bisschen zerschnitten. Und Nutella natürlich. Wir werden natürlich nicht das ganze Kilo verbrauchen. Wir werden davon nur ein bisschen für die Füllung benutzen. So, und wie machen wir das jetzt? Als erstes geben wir mal die Butter rein. Soll ich dir helfen, Schatz? Schau, tust du rein. Genau. Super, Schatz. Mein Sohn backt heute mit. So, Vanillezucker und Staubzucker auch. Geht, Schatz? So. Ich liebe mal. So, das rühren wir jetzt schaumig. So, ich habe das jetzt schaumig gerührt und jetzt darf Schatz. Jetzt kommen noch die Eier dazu und das wird jetzt auch gemixt. So, so sieht das jetzt gemixt aus. Jetzt brauchen wir den Mixer schon nicht mehr. Jetzt könnte man schon das Backrohr einschalten. Auf 175 Grad. Das Mehl, Waffenpulver habe ich vermischt. Jetzt nehme ich nur ein bisschen Mehl und gebe das da in die Schokotrops hinein. Das Mehl führt dazu, dass die nicht so zerschmelzen. Also die behalten dann eher die Form beim Backen. Mama, Pudding top. Ha? Na Schatz, das werden wir gleich brauchen. Okay. So, und jetzt geben wir das Mehl einfach nur hier in die Masse. Danke, Schatz. So. Gut. So, und das sehen wir dann einfach nur unter. Sieht das jetzt aus? Und jetzt kommen noch die Schokodrops rein. Genau. Und auch noch die Nüsse, Schatz. Danke. Gut. So, und die arbeiten wir jetzt auch in die Masse hinein. Gut, so sieht jetzt unsere Masse aus. Ja. Ja. Und hier habe ich jetzt ein bisschen Mehl. Und das brauchen wir, falls das zu sehr bicken sollte auf den Händen, ein bisschen zu bestäuben von den Händen. Ja. Ja. Und jetzt, na Schatz, das kommt nicht rein, das bleibt da. Und hier haben wir jetzt die Nutella. So, wie das geht, einfach nur circa einen Löffel groß, dann einfach in die Hand geben. Und wenn man merkt, dass das zu sehr bickt, dann nimmt man sich einfach nur ein bisschen Mehl. Gibt es so rauf. Dann nimmt man sich das Batzel. So, drückt es einfach so schön flach, nimmt sich dann ein bisschen Nutella. Da bitte bei der Nutella darauf achten, dass es Zimmertemperatur hat. So. Ja, Mama. Ja, Schatz. Einfach nur in die Mitte geben. Und dann einfach nur schön die Enden nach oben geben. So. Dann zum Schluss, ich nehme wieder ein bisschen Mehl. Mama. Ein bisschen schön zusammenrollen. Ja, Mama. Ist das schön? Ja. Ja. Dann gehen wir schon aufs Backblech. Jetzt ich, Mama, jetzt sie. Du magst auch eines? Schau, ja. Schatz. Warte, du kriegst ein bisschen den kleineren. Ein bisschen Mehl. So. Und du? Da auch. So. Schau, Schatz. Jetzt machen wir mal einen runden Keks. So, jetzt machen wir noch einen. So, also wieder ein bisschen Masse in die Hand geben. Dann einfach Blatt drücken. Dann ein bisschen Nutella rein. Man kann natürlich auch Nüsse in die Füllung geben zur Nutella. Also, das kann man wirklich machen, wie man gern mag. Wie es einem schmeckt. Und einfach wieder die Enden schön nach oben. Oh, mein Kokoajowitz. Nein, macht nichts, Schatz. Dann einfach nur ganz vorsichtig ein bisschen drehen. Und der kommt jetzt aufs Backblech. Bitte bei denen schauen, dass man ihnen so viel Platz wie möglich lässt.
Weil die gehen nämlich dann auseinander. Es werden halt richtige Cookies. Mama, und dann sie nicht zusammen. Okay? So, und das jetzt einfach nur fertig machen. Also so viele halt machen, wie die halt aufs Backblech passen. So sehen jetzt meine Cookies aus. Warte, ich, Mama. Ja, ich tue deins auch noch dazu. Ich habe ihnen wirklich viel Platz gelassen, weil die zerlaufen dann ein bisschen und dass sie halt nicht aneinander kleben. Falls man sie nicht mit Nutella füllen will, kann man auch einfach nur so kleine Cookies machen. Die hat jetzt mein Sohn gemacht. Ja, geht ja auch ohne Füllung. Ja, Mama. So, und die kommen jetzt ins Backrohr. Ja, Mama. So, so sehen unsere Cookies dann aus. Schön braun. So. Bitte nicht verbrennen. Gehen wir jetzt da auf den Teller rauf. Da, Mama. Ich hatte Zimmer. Ja, schön, warte ein bisschen. Und das sind Maki seine Cookies. Die kann man jetzt super verwenden, wenn man Krümelmonster macht. Muss man keine kaufen. Mama, Palme, Krümelmonster. Ein anderes Mal, Schatz, wenn du magst. Okay. So. Magst du eines durchschneiden, Ina? Ja. Ja, jetzt werden wir euch zeigen, wie das von da ist. Mama tut halten, hoppala. Mama tut halten und du tust schneiden. Andersherum, Schatz. Andersherum. Einmal umdrehen. So. Genau. Darf Mama helfen? Schatz, so. Du gut an? Ja. Der anderen Seite. Und du? Genug, Schatz. Und du, Achtung, gut heiß. Nein, genug, Schatz. Achtung, heiß. So. Und da sieht man jetzt ein bisschen die Nutella, die ist jetzt verlaufen. Aber man sieht, dass sie schön mit Nutella gefüllt sind. Also die sind wirklich lecker. Mama. Die Kekse kann ich empfehlen, geht auch schnell. Achtung, Schatz, darf es nochmal durchschneiden, aber nicht verbrennen. So, und es kommt wieder auf euer Backrohr drauf an. Zwischen 10 und 14 Minuten werden die circa brauchen. Ja, und dann sind die ganz sicher durch. Also Cookies müssen eher ein bisschen dunkler sein. Die sind halt nicht wie unsere Kekse. Achtung, Schatz, heiß. Die sind halt nicht wie unsere. Gut. Die sind halt nicht wie unsere Kekse. Ja. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und mein Rezept. Macht es nach, schickt mir Fotos, sagt mir, wie es euch gefallen hat. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert mich. Ja, schreibt mir vielleicht Kommentare, was ich bei euch backen soll. Ja, sonst bis zum nächsten Mal. Ciao!